Der Morgen graut und da sind wir zurück. Also pass auf, wir latschen jetzt erstmal ganz freundlich, wie wir sind, ins Zimmer der Mitbewohnerin rein, nämlich bei Miss Unknown. Und da habe ich hier nämlich auch nämlich ihre Sachen mal so ein bisschen reinplatziert. Und zwar ist das hier eine sehr charmante, sexy Lampe, soll das sein. Ich finde nur schade, dass man sie so nicht anstellen kann, weil für eine Lampe ist es ziemlich dunkel, ne? So, die Liebe hat sich einen Ofen hier reingeklöppelt. Kennst du ja, wenn du vom Bett einfach aufstehen willst und dir dann einfach mal irgendwie ein Schwert schmieden willst, dann hat sie hier diesen, wie ich finde, richtig geilen Paravent zu stehen. Ja, das habe ich ihr jetzt einfach dahin geklöppelt, ich weiß. Ich wollte ihr tatsächlich auch die Blume noch hinstellen, weil ich ihr ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier jetzt im Inventar habe, ich wollte ihr eigentlich eine Rose hinstellen und dafür brauchst du einen Pflanztopf, den ich tatsächlich auch besorgt habe. Ach so, siehst du, genau hier, da sind die Samen. Ich habe auch diesen dämlichen Topf mir zusammengeklöppelt, aber ich kriege das nicht hin. Es funktioniert nicht, weil, warte mal, ich glaube bei Items. Ist das bei Items? Oh, nee, Facility. Sekunde, gebt mir kurz eine Sekunde, wo ich das herkriege. Ich glaube, wo kann man das machen? Warte mal. Also, es ist ja nicht, auch hier nicht, Storage Facility. Warte mal, wo war denn dieser komische Blumenkübel? Kennt ihr sowas, wenn es in Spielen einfach so viele Menüs gibt, dass du immer wieder nicht weißt, wo du was wie findest? Ach, es ist furchtbar. Hier. Doch, Flowerpot. Ah, genau, doch. Den habe ich nämlich gemacht. So, you can grow all kinds of pretty flowers in this. Most facilities only allow placing up to 20 at a time. Dieses Ding habe ich geklöppelt und wollte eigentlich den Samen da irgendwie reinpacken, damit da eine Rose rauswächst. Aber es hat nicht geklappt. Also wenn mir da von euch jemand helfen kann, wie ich diesen Rosensamen hier... Ja, use this in a flower pot steht halt da. Aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, ne? Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Dann lasst mich das wirklich sehr, sehr gerne wissen. So, das nur so viel dazu, denn den wollte ich ihr nämlich hier noch daneben stellen. Dann hat sie dieses krasse Regal und dieses sehr, sehr urige Bett, aber es sieht sehr bequem aus. Und jetzt, meine Lieben, werden wir mal in Giselas Zimmer reingehen. Erschreckt euch nicht. Es ist sehr, sehr mädchenhaft. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr mädchenhaft. Aber erschreckt euch nicht. Ich find's genial. Ich liebe es. Seid ihr bereit für das ultimative Hugh Hefner Zimmer? Also es ist so ein bisschen die Playboy-Menschen, ne? So ein bisschen Playboy-Menschen. Ja, warum Gisela so auf Bunnies steht, ich weiß es nicht. So, diesen Stuhl kann ich tatsächlich nicht wegstellen, weil Miss Unknown den mir freundlicherweise dahingestellt hat, aber sie hat mir keine Erlaubnis erteilt, irgendetwas mit diesem Stuhl weiter zu tun, glaube ich. Siehst du, ich kann mich noch nicht mal hinsetzen. Also es ist ein Deko-Element, mit dem wir nichts tun können. Hier habt ihr diese zauberhafte Lampe, wie wir sehen. Ich komme gerade so richtig YouTuber-mäßig in der Roomtour vor. Und den zauberhaften Teppich und dieses Bett ist einfach mal so ultra geil. Dieses Bett ist so richtig geil. Oh, wir können sogar schlafen. Zack. Oh, ist das schön. Wie sie schläft, wie eine Prinzessin. Aber guck mal, wie erotisch sie da liegt. Aber ihr Schwert ist immer dabei, ne? Und die Hand am Schwert. Wow, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr romantisch. Oh, apropos Romantik, meine Lieben. Als ich vorhin im Shop war und ich weiß, ist jetzt ein bisschen Labarababa-mäßig, aber das gehört auch dazu. Die Videos hier sind alle ein bisschen verschieden und individuell. Also wir können die Gisela ja noch ein bisschen schlafen lassen. Vielleicht füllt das ja ein paar Sachen auf. Ich weiß gar nicht, was Schlafen bringt. Ob Schlafen irgendwas bringt, das werden wir gleich rausfinden. Aber zumindest als ich im Shop war, habe ich etwas sehr, sehr Lustiges gefunden, was ich euch einfach unbedingt zeigen muss. Es ist so bescheuert. Es ist einfach richtig bescheuert. Und zwar bei Mount Vehicles, weil ich einfach mal gucken wollte, was es so gibt im Angebot. Es gibt einfach, das ist so bescheuert, Predestined Love. Das ist das bescheuertste Ding, was ich je gesehen habe. Guckt euch das an. Was ist das? Warum? Warum existiert das? Ich weiß es nicht. Also es ist wieder so eine kurzfristige Aktion. Und ihr seht ja, ne, das sind wieder die Chancen auf irgendwas und die Chance, dieses komische Gerät hier zu bekommen. Ich weiß nicht, ist es ein Bett, ist es ein Fliegesbett, ich habe keine Ahnung. Ist sehr, sehr, sehr gering. Aber was ich auch gesehen habe, ja, die Chancen sind auch sehr gering. Aber guck mal, es gibt Nachtschatten, es gibt Nachtschatten. Da bin ich ja sofort, das erinnert mich sofort hier an, ohne Zahn?
Heißt er so? Ja, Drachensäbler ich gemacht zumindest, ne? Daran erinnert das mich total. Finde ich super. Finde ich richtig gut. Diese seltsame Wolke haben wir ja schon zusammen gesehen, dass sie so ein bisschen aussieht wie ein Spermium. Was jetzt aber auch noch neu dazu gekommen ist und natürlich sehr, sehr teuer ist, ist ein Alligator, Leute. Der ist auch ziemlich cool. Nein, ich habe mir kein Tier gekauft. Auch das Einhorn. Wie gesagt, das Einhorn ist weg. Ist auch ganz gut. Das hat uns so Pech gebracht. Tja, Gisela, jetzt würde ich sagen, ist Zeit zum Aufstehen. Wie steht sie denn wieder auf? Einfach so. Einfach aufstehen. Sehr cool. Wollen wir mit der Lampe irgendwas machen? Nö. Ja, diesen Teppich, den finde ich ja auch echt ultra geil, ne? Aber ich glaube, da können wir auch nichts tun, außer nett betrachten. Weil ich nämlich, ich glaube, ich habe tatsächlich nämlich auch noch einen Stuhl. Irgendwo habe ich noch einen Stuhl. Mir war so, als hätte ich auch einen Bunny-Stuhl. Kann sein, dass er, warte mal, kann sein, dass der hier, warte mal, wir gucken bei den George-Schrein rein. Open the box. Ach so, den habe ich, ja, ich habe den Stuhl, aber den habe ich hier rausgestellt. Ha, siehst du, zack. Das ist nämlich der zweite Balkon. Oh, geil. Warte, wo ist es? Ach, da war es weg. Das finde ich auch ultra geil. So Hausbootmäßig, ne? Können wir uns auch noch überlegen, ob wir sowas bauen. Vor allem mit dem Baum dazu. Das ist richtig geil. Und überleg mal, da kannst du dich einfach hier jetzt hinsetzen und gucken. Raus aufs Meer. Geil. Geht das besser? Sag doch mal nicht. So, ihr langweilt euch wahrscheinlich schon, ne? Das heißt, jetzt mal ein bisschen weiterzumachen hier, werden wir, glaube ich, was werden wir tun? Es ist natürlich jetzt nicht mehr so einfach mal eben so schnell rauszulaufen. Ach so, genau, wir werden bei Farzad, unserem Nachbarn, gibt es den eigentlich noch? Guck, ob es den noch gibt, weil mit dem haben wir ja schon versucht, ein bisschen anzubändeln. Da entstanden die ersten Liebeleien. Also wenn... Vielleicht wohnt er ja noch hier, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er den Server gewechselt, ich weiß es nicht. Pass auf, wir werden jetzt tatsächlich erstmal gucken, was hier... Ist hier irgendwas los? Vielleicht auch nicht. Pass auf, ich werde... Erstmal einen Schluck trinken und etwas essen. Und jetzt, meine Lieben, glaube ich, werden wir einfach mal diese dämlichen Kisten einfach alle mal auspacken. Surprise Pack! Oh. Das ist jetzt wieder... Ach so, super. Da ist Holz drin, aber das kennen wir ja schon, dass in diesen blöden Kisten teilweise auch manchmal echt nur Holz drin ist. Pass auf, ich habe hier so viel Zeugs, wo ich jetzt erstmal gucken muss, was das alles ist. Also was wir mit diesem Hut machen können. Keine Ahnung, müssen wir echt mal gucken. Müssen wir mal zu Leuten hingehen. Dann haben wir hier ganz viel Phosphor. Was wir auch mit diesen ganzen Münzen machen können. Ich habe keine Ahnung. Paradise Coin. Use them in the Paradise Sky Exchange Shop to get items that you want. Und was ist das jetzt hier? Family Coin, Hearth Coin, Use them in the Paradise Sky. Aha, okay. Also 10.000 verschiedene Arten von irgendwelchen Münzen. Oh, was ist das denn? Limited Time Random Closest Pack. Oh, also etwas begrenzt. Go, go, go! Let's go out the world on an adventure. Ja, aber ich glaube, das Ding, das haben wir schon für länger. Also wir haben jetzt zwei Sachen bekommen, die wir nur 7 Tage haben. Das Ding hier... Adventurer Top. Das sieht sehr nice aus. Das sieht sehr nice aus. Das heißt, wir müssen es theoretisch einmal kurz anziehen. Ja, aber was willst du da unten drunter anziehen? Die Klamotte hier? Wo ist denn? Warte mal, welche Klamotte haben wir gerade noch dazu bekommen? Es ist wieder so ein Chaos hier. Es ist ein einfaches Chaos. Das hier, ne? Adventurer Bottom. Ja gut, pass auf. Also, wenn das Ganze nur begrenzt ist, ne, das andere, was ich gekauft habe, ist ja nicht begrenzt, dann werden wir jetzt mal diese Klamotte hier anziehen und gucken, wie das aussieht. Zeige dich, Mädchen. Ja, ja, ist halt, ne, wird von Mädchen gespielt, merkst du gerade, ne, weil so ständig wechselt sie die Klamotten. Ja, gut, dann rennt sie jetzt erstmal so rum. Mit Schal ist vielleicht ein bisschen wärmer, wenn es raus in die Kälte geht, ne. Gut, damit wir nämlich diese dämlichen Kisten... Ach so, haben wir immer noch so viele... Oh. Okay, das ist wahrscheinlich unklug, wenn ich noch mehr von diesen Kisten auspacke, ne? Das ist dann ziemlich blöd. Haben wir jetzt noch mehr von diesen Kisten? Nee, das war's, ne?
Auch okay. Ist heute so ein bisschen Germany's Next Topmodel hier. Ja, Lady, reck dich aus, reck dich aus. So ein bisschen hier, ne? Die Handtasche muss lebendig sein. Sorry, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht für jedermann der Fall. Aber wenn wir jetzt mal die Möglichkeit haben, uns solche tollen Sachen hier angucken zu können, also da finde ich das Outfit tatsächlich doch noch besser. Aber ich habe gesagt, wir wollen endlich diese dämlichen Kisten auspacken. Seid mir da wirklich nicht böse, dass wir das jetzt machen, aber ich will sie einfach endlich loswerden. So, Pet Food. Ist die Tasche jetzt voll? Ach, ist jetzt nicht dein Ernst. Ach, wir müssen ja Gott sei Dank nicht mehr so weit laufen, weil der erste Schrank befindet sich ja hier. Dann packen wir tatsächlich jetzt mal ein bisschen was um. Also, was haben wir jetzt, was da rein kann, ist die Frage. Ah ja, guck mal, in George rein, da passt so viel noch rein. Da passt einfach so viel rein. Pass auf. Dann werde ich. Ich habe gesagt, da will ich eigentlich nur Essen reinpacken, aber ist mir jetzt Wumpe, weißt du? Ist mir jetzt tatsächlich Wumpe, dann stellen wir uns einfach noch einen George rein vielleicht dahin. Hauptsache, wir wählen jetzt hier nochmal ein paar Sachen los, damit es leichter wird. Aber was hat uns denn jetzt gerade alles so schwer gemacht? Diese Blumentöpfe haben wir nämlich zwei. Ich werde nachher gleich mal ausprobieren mit dem Blumentopf, aber es hat einfach nicht funktioniert, ne? Es hat einfach nicht funktioniert. Diese ganzen tausend vielen Würmer brauchen wir ja auch irgendwie nicht. So, die Muschel kann weg. Was kann noch alles weg? Oh, was haben wir denn hier Geiles bekommen? Was ist das? Golden Fruit Paradise. Fresh Mix. Ein Obstsalat. Ach, krass, okay. Das Tierfutter war so schwer. Aber ist das für verschiedene Tiere? You can feed this to your pets. Ich habe keine Tiere. You can feed this to your pets. Bla bla bla. Also, ich glaube, Tierfutter hat uns jetzt gerade so ein bisschen vollgeknallt. So, Blume können wir auch wegmachen. Wobei, warte mal. Das haben wir doch, glaube ich, in irgendeinem anderen Schrank. Kann das sein? Ich laufe mal raus, weil ich noch nicht wirklich geschafft habe, die anderen Schränke irgendwo anders hinzustellen. Hier, das müsste Patrick sein, glaube ich. Genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Gemeinschaftsschrank. Ja, warte mal. Da kann ich nämlich ein bisschen was an Holz wollte ich tatsächlich ja auch behalten. Aber sowas, naja, wobei Steine. Ach, der war jetzt doof, ne? Der war doof. Egal. Warte mal, was kann da noch rein? Was kann da noch rein? Dim, 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 dim. Das ist schon wieder so schwer. Ich habe so viele Steine hier drin, ne? Genau, hier haben wir Essen. Ja, warum bin ich auch so doof und mache mir so viele Steine hier rein? Also, pass auf, im Split. Dann habe ich immer noch so viel, ne? Aber dann kann ich 100 zumindest 10 wieder reinpacken und 91 mitnehmen. Open the box. Und wo haben wir es? Die 100 können rüber, dann müsste es jetzt leichter sein. Ja, bedingt, ne? Trink doch noch mal einen Schluck. Und ja, siehst du, hier ist der Dirty Kram. Die Kiste habe ich gesucht. Da sind nämlich tatsächlich auch meine Blumen. Aber ich muss gucken, ob das da reinpasst. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir machen bald wieder los und weiter. Aber das gehört ja auch dazu. Siehst du, die habe ich tatsächlich noch gar nicht. Tja, dann würde ich sagen, packen wir jetzt erstmal weiter diese dämlichen Kisten aus. Wo haben wir denn die nächste? Diese hier, ein Surprise Pack. Und Überraschung, Holz. Weil mich diese Kisten einfach echt übelst nerven, ne? Ohne Witz. Siehste, guck mal, da ist nämlich dann schon wieder voll, wenn hier nur ganz viel Tierfutter drin ist. Das ist nämlich total dämlich. Ich weiß auch nicht, für was ich die warum wie bekommen habe. Weil was will ich mit kiloweise Tierfutter, ne? Schleppst ja nicht unbedingt mit dir rum. Pass auf. Blue Staring Skybox ist wieder die Kiste in der Kiste. Meine Lieben, was wird jetzt in dieser Kiste drin sein? Ich glaube, da war ein bisschen Essen drin. Das ist gut. Nimm die, nimm die, nimm die, nimm. Ja. Die packen wir jetzt alle zusammen aus. Ich weiß, das ist sehr, sehr, sehr langweilig. Aber da müssen wir jetzt durch. Und da will ich euch auch teilhaben lassen an diesem ganzen Geschehen. Denn damit ihr auch wisst, was da drin ist.
Ich finde es halt dämlich, dass du nicht alle nach, also dass du nicht sagen kannst, öffne jetzt die alle auf einmal, dass es dir dann einfach durchweg anzeigt, irgendwie was da rauskommt, sondern dass du jedes Mal in dieses scheiß Menü musst und diese blöden Kisten auswählen musst und weiß ich meine so. Also ich packe jetzt erstmal Kiste aus der Kiste aus. Ist definitiv nicht umweltfreundlich, ne? Das will ich an dem Rande nur mal kurz anmerken. Wenn du Kiste in die Kiste reinpackst. Ich bin ja gespannt, meine Lieben, ne? Wo wir doch jetzt immer mehr auf Müll und Verpackung und sowas achten, wann denn Weihnachten in die Kritik kommt. Und zwar nicht aufgrund von Verpackungsmüll, von irgendwelchen Produkten, sondern wann in die Kritik kommt, Geschenke einzupacken. Weißt du, wie ich meine? Weil, ich meine, jetzt kritisiert man ja schon bei Obst und Gemüse relativ länger die ganzen Plastikverpackungen. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wann... Oh, wir laufen jetzt mal ganz schnell rüber zu George rein. Aber ich bin wirklich gespannt, wann diese Thematik irgendwie um Weihnachten rum aufploppen wird, weißt du? So, dann klöppeln wir nämlich in den George rein jetzt ganz das ganze Tierfutter. Also, liebe Miss Andor, und wenn du Tierfutter brauchst, ich habe genug, dann sag mir Bescheid. Ich gebe dir sehr, sehr gerne etwas von meinen kiloweise Tierfutter ab. Alter, ne? Ohne Witz. Was soll ich damit? Was soll ich mit so viel Tierfutter? Verrate es mir. Und jetzt werden wir die restliche Kiste auspacken. Dann haben wir den Scheiß endlich los. Also, Kiste Nummer 1! Essen! Aber das Gute ist ja natürlich, wenn in diesen Kisten wirklich Essen bei rauskommt. Pumpkin Porridge. Und die ist nämlich sehr, sehr, sehr gut. Die füllt echt richtig viel Essen auf. Und dann müssen wir einfach mal gucken, was wir als nächstes kochen werden. Ich habe tatsächlich auch noch keine wirklichen Rezepte. Das heißt, da werden wir uns dann selber mal rumprobieren. Also, überraschenderweise ist immer irgendwie eine Keule zusammen mit Pumpkin Porridge drin. Tja, kannst du so machen. Ihr könnt ja mal überlegen oder mal mal Wetten abschließen, ob in den letzten drei Kisten jetzt tatsächlich irgendwie noch etwas Besonderes hervorkommt oder ob nur Essen drin ist. Ich meine, Essen ist ja nicht schlecht. Schlechter könnte es kommen, wenn da tatsächlich jetzt einfach nur Holz drin wäre. Weißt du, das wäre dann eine Niete. Essen ist ja eigentlich doch, damit bin ich ja glücklich. Tja, also, es sah jetzt nicht so aus. Aber haben wir hier nicht noch, pass auf, siehste, die haben wir auch noch. Electric Pack. Open to get the electric suite. Ach, geil. Okay. Oh, wann habe ich das bekommen? Ich weiß es nicht. Das heißt, wir können jetzt auch noch eine andere Frisur verpassen. Geil. Gisela's becoming cool. Geil. Voll sexy to cool. Ach, Leute. So. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal ganz eben flott ein paar Sachen in die Schränke verteilen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir nämlich anfangen werden, ein bisschen zu kochen. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir endlich nämlich auch mal wieder rausgehen auf Reisen und ein paar Dinge ja zusammensammeln und die Welt erkunden. Wobei, ich glaube, wir werden vielleicht einfach erstmal die Welt erkunden und dann ein paar Sachen zusammensammeln, weil wir jetzt zwei Folgen hatten mit ein bisschen Labarababa. Ich denke, wenn wir das so machen, ist es eigentlich ganz cool. Aber sie sieht ja jetzt echt cool aus. Geil! Ne? Was so Haare ausmachen können. Haare und eine Brille und schwupps ist ein komplett ein anderer Mensch, wa? Geil. Okay, also bis gleich, meine Lieben.